Hallo Freunde, ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. No Coffee, no Workie. Exzellent, dieser Kaffee. Heute, Freunde, herhören, sehr wichtiges Thema. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist gerade eine mediale Bombe am Platzen. Ich würde nicht sagen eine mediale Bombe, sondern die mediale Bombe am Platzen. Der Ex-Fox News-Moderator, der vor einem Jahr ohne Angabe von Gründen gefeuert wurde, Tucker Carlson, Freund auch von Donald Trump. Und genau dieser Tucker Carlson ist gerade in diesem Augenblick, wo ich zu euch spreche, in Moskau. Er will ein Interview mit Wladimir Putin durchführen, wenn es nicht schon passiert ist. Als Reporter sagt er sich, ich bin Reporter, ich bin von der Presse, ich habe einen Job zu machen und zwar unabhängig und neutral. Unabhängig von dem, was irgendwelche Politiker oder Vorgesetzten oder Männer oder Menschen, die was zu sagen haben, mir einflüstern möchten. Und allein für diese Aussage, da schauen wir später nochmal rein, habt den Artikel gerade vor mir, verdient er von mir eine Eins. Chapeau, Hochachtung, mein Respekt und zwar total, ja. Man hat ihn vor der Abreise gewarnt. Bestimmte Elemente, sicherlich auch aus Regierungskreisen, haben ihm eindeutig zu verstehen gegeben, nee, du fährst nicht nach Moskau, du fliegst nicht nach Moskau, du machst kein Interview mit Wladimir Putin. Aber Carlson hat gesagt, nee, ich Journalist, ich neutral, ich unabhängig, ich mache meinen Job. Basta. Ja, und jetzt ist er drüben in Moskau und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach heute oder morgen mit Wladimir Putin treffen. Wie gesagt, kann das Interview auch schon in der Nacht stattgefunden haben. Das wissen wir nicht. Wenn man der westlichen Presse glaubt, dann ist Putin ja schon tot. Ja? Er hatte ja vor 2 Jahren, ja, bei Beginn des Krieges schon Krebs und war unheilbar krank. Und in der westlichen Presse stellt man Putin ja auch immer als Lügner hin. Also vor was hat die westliche Welt Angst, wenn Tucker Carlson jetzt ein Interview mit Putin macht? Ja? Man kann ja durchaus sagen, was vielleicht geschehen wird, naja, ist ja eh alles erlogen, erstunken und gelogen, was hier rauskommt, was hier erwähnt wurde oder gesagt wurde. Ja? Kann man ja machen. Und ich glaube auch, dass genau das auf uns zukommen wird. Hört mal oder denkt mal an meine Worte. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Nevertheless, Tucker Carlson wird im Augenblick in den Vereinigten Staaten von Amerika als Verräter gehandelt. Ja? Hoffen wir mal nicht, dass er in Guantanamo enden wird. Auf jeden Fall behandeln einige Presseapparate in den USA diesen Tucker Carlson schon als Hochverräter, ja. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Tucker Carlson macht, wie gesagt, nur seinen Job. Und nochmal, Chapeau. Jetzt schauen wir mal gemeinsam rein, was die Presse sagt. Und zwar die deutsche Presse. Ich habe hier einen Artikel von Spiegel Ausland, ja. Und der Artikel ist von, ja, der ist ein paar Stunden alt. 6. Februar Mitternacht. Also vor ein paar Stunden rausgekommen. Und hier steht, Ex-Fox News Moderator in Russland. Tucker Carlson kündigt Interview mit Wladimir Putin an. Ja? Es wäre Putins erstes Interview mit einem westlichen Moderator seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Der rechte Moderator. Merkt ihr was? Der rechte Moderator Carlson. Da wird Tucker Carlson aufgrund seines Vorhabens, das nobel, wirklich nobel im Sinne des Wortes ist, jetzt schon in die rechte Ecke abgeschoben. Tucker, meine Wertschätzung hast du auf jeden Fall, weil ich bin Soldat, ich weiß, was heißt, Job zu machen. Ja? Und ich lasse mich da auch nicht von anderen Leuten abhalten. Job ist Job. Ja? Schnaps ist Schnaps. Job ist Job. Tucker Carlson macht das, was ein Journalist eigentlich machen muss, machen müsste. Man erinnert sich vielleicht, da gab es damals eine US-Journalistin, die hat ein Interview mit Fidel Castro gegeben. Das war genauso, ja, von der US-Seite verdammenswürdig wie das hier, ja. Aber diese Journalistin, die hatte ganz einfach Mumm und die hat das getan, was der Job von ihr verlangt. Ja, und das ist es doch. Jeder hat seinen Job, jeder hat seine Aufgabe und jeder sollte in diesem Aufgabenbereich das tun, was der Job von ihm verlangt. Ja, und nicht mehr und nicht weniger. Und man sollte sich auch da in diesem Job von niemandem beeinflussen lassen. Das ist doch das Wahre. Das ist die Wahrheit und das ist unverfälscht, authentisch, ja. Es ist jetzt also in den Medien ein Video aufgetaucht, in dem Tucker Carlson erklärt, warum er das Interview mit Wladimir Putin macht.
Ja, warum er das durchzieht. Das Video dauert 4 Minuten. Ich lasse euch gleich nochmal reinschauen. Und in dem 4-minütigen Video, schreibt Spiegel Ausland, erklärt Carlson die Beweggründe für das Gespräch. Und er rechtfertigt sich. Muss er nicht machen, ja. Er macht einfach nur seinen Job. Es sei sein Job, sagt Carlson, die Menschen zu informieren, so der rechte Moderator, ja. Die meisten Amerikaner wüssten nicht, was in der Ukraine und in Russland passiere, weil ihnen niemand die Wahrheit sage und Medien korrupt seien. Also Tucker Carlson, der hat Eier. Er sagt, wie es ist. Ja. Also ihr seht, es laufen jetzt schon Kampagnen, in denen man versucht, Tucker Carlson zu diffamieren und seine Glaubwürdigkeit herabzustufen, ja, oder seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Das ist dann die, ja, das ist dann der Job der anderen Journalistin, die eben nicht authentisch berichten, die nicht ihren Job machen und die das tun, was ja, wichtige Menschen auf diesem Planeten ihnen sagen, was sie tun müssen. Was man jetzt schon dazu wissen muss, und das ist vielleicht das Gute an der Sache, das ist, dass Elon Musk, der Betreiber von X oder vormals Twitter, jetzt schon gesagt hat, also er hat sich dazu geäußert und er hat gesagt, er wird das Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin auf jeden Fall auf X einstellen, ja. Also X lässt sich in dieser Beziehung nicht von irgendwelchen Menschen beeinflussen oder beeinträchtigen. Das Interview, falls es eins geben sollte, wird auf X zu sehen sein. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we've thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Also hier haben wir einen Tucker Carlson gehört. Er hat das Interview bestätigt. Es wird stattfinden. Und ich lese ganz einfach mal vor. Tucker Carlson bestätigt das geplante Interview mit Wladimir Putin. Er sagte, dass er dies im Interesse der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Freiheit tue. Chapeau, Tucker Carlson. Er zwinge niemandem, ihm zuzustimmen, sondern gäbe damit jedem die Möglichkeit, und das ist ja fair, die andere Seite des Konflikts zu hören und dann seine Wahl zu treffen. Das ist Demokratie, das ist Wahrheit und das ist Authentizität. Ja, da kann man den Tucker Carlson nicht ans Bein pissen. Ja, das ist, was er macht, ist gut. Was er macht, ist fair. Und was er macht, ist Journalismus betreiben. Ja, die amerikanischen Medien werden von Tucker Carlson als korrupte Propagandisten bezeichnet. Ja, okay. Naja, mit ihm verfährt man ja auch nicht gerade gnädig. Ja. Tucker Carlson teilte außerdem mit, dass sein Interview mit Wladimir Putin auf seiner Seite veröffentlicht werde. Ich nehme an, er meint seine Seite auf Twitter oder X. Ja, da hat er eine Seite und die ist sehr gut gesehen, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, dass Tucker Carlson in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, eine Persönlichkeit ist. Ja, er steht wirklich mittendrin im medialen Spektrum. Millionen von Menschen hören auf das, was Tucker Carlson sagt und daher die Angst der US-Regierung, ja, daher die Angst der westlichen Medien. Weitere Punkte aus dem Video, die er anspricht, Tucker und sein Team sind in Moskau, er ist also mit dem ganzen Team angereist. Die meisten Amerikaner wissen nicht, was genau in Russland und in der Ukraine passiert. Ich möchte mal hinzufügen, das wissen die meisten Europäer auch nicht, ja. Bereits im September 23 habe er versucht, Putin zu interviewen. Das sei ihm aber von den US-Behörden verboten worden. Da wird Journalismus verboten. Ist ja sehr interessant, ne? Elon Musk, und das ist die zweite Bombe, die da explodiert, hat versprochen, dieses Interview nicht zu blockieren, wenn es auf seiner X-Plattform veröffentlicht wird. Also wir werden alle in den Genuss kommen, dieses Interview uns anzuhören. Ja? Westliche Regierungen hingegen werden wahrscheinlich alles tun, um dieses Video auf anderen, weniger wichtigen Plattformen zu zensieren. Ja, wissen wir. Sie haben Angst vor Informationen, die sie nicht kontrollieren können. Woher rührt diese Angst? Ich glaube, Wahrheit ist Wahrheit, Wahrheiten gibt es nur eine und Wahrheiten, da haben wir alle ein Recht drauf. Ja. Und jetzt kommt nämlich der wahre Tucker Carlson, der sagt sich, wenn schon reden, dann mit beiden Parteien reden. Denn Carlson wird auch ein Interview mit Zelensky suchen. Ja, und das Interview mit Zelensky, wie will man damit verfahren? Wird das auch blockiert? Wird das auch zensiert? Wir werden es sehen. Tucker Carlson versprach, dass jeder das Interview mit Putin kostenlos auf seiner Webseite in der Vollversion ohne Bearbeitung ansehen könne. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Tucker gab an, dass er alle Kosten für die Reise nach Moskau und für das Interview mit dem Präsidenten der Russischen Föderation aus eigenen Mitteln bezahlt habe und von niemandem Geld erhalten habe.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also da steckt niemand dahinter. Das macht er und sein Team, oder das machen er und sein Team aus eigenem Antrieb, mit eigenen finanziellen Mitteln. Der Präsident der Russischen Föderation selbst gab zuletzt im Oktober 21 einem Vertreter der westlichen Presse ein Interview. Ja? Und seitdem nichts. Tucker Carlson ist der Erste seit Beginn des Krieges Februar 22. Also nochmal ganz kurz zusammenfassend. Ex-Fox News Moderator Tucker Carlson ist in Moskau. Er gibt ein Interview mit Wladimir Putin. Er hat diese Reise begründet, öffentlich. Kann man sich überall anschauen. Die Reise von ihm und von seinem Team nach Moskau hat er aus eigenen Mitteln finanziert. Und es ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine das erste Interview mit einem westlichen Journalisten oder zwischen einem westlichen Journalisten und Wladimir Putin. Elon Musk seinerseits hat versprochen, dass er das Interview auf X, auf Twitter, nicht blockieren wird. Und Tucker Carlson hat auch bestätigt, dass man auf seiner Seite das volle, integrale Video ungekürzt sehen oder verfolgen kann. Jetzt wollen wir alle mal hoffen, dass diesem Tucker Carlson nichts passiert. Ja, es gab ja schon Menschen, die sich frei geäußert haben, ja, die geleakt haben, irgendwas geleakt haben, denen es im Augenblick nicht so gut geht. Und drückt mal den Tucker Carlson alle mal die Daumen, dass das für ihn auch glimpflich ausgehen wird. Liebe Freunde, ich bin am Ende meiner Ausführungen für heute. Ich wünsche euch Gesundheit, ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Ich wünsche uns allen Frieden und Sicherheit und Wahrheit. Amitié Légionnaire, ich bin da mal weg. Stopp, Krieg ist scheiße. Amitié Légionnaire, euer Thomas Gast. Bye, bye. Ich melde mich ab. Tschüss.